Wenn es nicht eine Drohne aufgenommen hätte, würde es niemand glauben. Hast du schon einmal etwas so Unglaubliches mit der Kamera festgehalten, dass dir ohne Beweis niemand glauben würde? In unserem heutigen Video geht es genau darum, aber mit einer Besonderheit. Es wurde alles von Drohnen gefilmt. Schau dir mit uns die unglaublichsten Momente an, die jemals von Drohnen aufgenommen wurden. Und einer ist erstaunlicher als der andere. Nummer 13. Mont-Saint-Michel. Drohnenaufnahmen von Mont-Saint-Michel, der kultigen Gezeiteninsel in der Normandie in Frankreich, zeigen ihre zeitlose Anziehungskraft. Die nur 1 Kilometer von der Nordwestküste gelegene Insel verändert sich mit den Gezeiten und ist von Geschichte durchdrungen. Mit einer Fläche von 7 Hektar diente die Insel als Wallfahrtsort, der bei Ebbe zugänglich war. Ihre strategische Lage machte sie während des Hundertjährigen Krieges uneinnehmbar. Ludwig XI. Verwandelte sie in ein Gefängnis und betonte dabei ihre natürlichen Verteidigungsanlagen. Der Mont Saint-Michel wurde von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt und zieht jährlich über 3 Millionen Besucher an. Nummer 12. In den Berghang von Peru geätzte Katze. Wenn du ein Katzenliebhaber oder Geschichtsfan bist, hast du jetzt einen neuen Grund zur Freude. Archäologen haben an einem Berghang in Peru, südöstlich von Lima, eine bemerkenswerte 2000 Jahre alte Katzengravur entdeckt. Die Nazca-Linie hat eine beeindruckende Länge von 36 Metern und zeigt eine Katze mit markanten kugelförmigen Augen, die sich in der Sonne ahlt. Diese uralte Geoglyphe, die Teil der ausgedehnten Nazca-Linien in der peruanischen Wüste ist, wurde kürzlich bei Renovierungsarbeiten in der UNESCO-Welterbestätte Nazca-Linien entdeckt. Die Katzengeoglyphe wurde auf 200 bis 100 vor Christus datiert und ist damit älter als die anderen Geoglyphen in der Region und fügt dem reichen kulturellen Erbe der Städte ein weiteres faszinierendes Kapitel hinzu. Nummer 11. Meerjungfrauensichtung im Fluss. Wenn du noch nie an Meerjungfrauen geglaubt hast, könnte dich das folgende Video eines Besseren belehren. Es ist absolut bezaubernd und sorgt im Internet für Aufregung und Diskussionen. Die Aufnahmen zeigen eine Meerjungfrau, die mit ihren auffallend roten Haaren im türkisfarbenen Wasser schwimmt und dabei so anmutig aussieht, als wäre sie direkt einem Märchen entsprungen. Diese mythischen Wesen, auch Sirenen genannt, sind berühmt für ihre bezaubernde Schönheit und ihre hypnotisierenden Stimmen. Seeleute, die von ihrem Charme angelockt wurden, kamen oft vom Kurs ab, was zu Geschichten über gefährliche Reisen und Schiffbrüche führte. Egal, ob du skeptisch oder gläubig bist, dieses Video ist ein magischer Einblick in eine Welt voller Legenden und Überlieferungen. Nummer 10. Essen an Hunde ausliefern. In einer herzerwärmenden Demonstration von Kreativität hat ein Mann die Auslieferung von Hundeleckerlis auf ein neues Niveau gehoben, indem er eine mit Leckerlis gefüllte Box an seiner Drohne befestigt hat. Über einem Park schwebend ließ die Drohne die Leckerlis auf das Gras fallen und sorgte so für eine interessante Überraschung für die Hundchen. Während die Drohne den Park von oben beobachtete, näherte sich eine neugierige Gruppe von Hunden und ihren Besitzern. Nach anfänglichem Zögern erkannten die Wauzis bald die leckeren Köstlichkeiten in der abgeworfenen Box. Nachdem ihre Besitzer die Sicherheit der Leckereien bestätigt hatten, freuten sich die Hunde über die unerwartete Snacklieferung aus der Luft. Nummer 9. Eine traurige Geschichte über einen zugefrorenen Teich. Der Zauber eines zugefrorenen Sees wurde für einen Drohnenpiloten zu einem unerwarteten Abenteuer. Nach einem ganzen Tag, an dem er kinoreife Aufnahmen von Surfen in den Bergen gemacht hatte, fügte ein Zwischenstopp an einem zugefrorenen Teich mit eisbedeckten Bäumen eine weitere Ebene der Schönheit hinzu. Mit einem filmreifen 5 Zoll oder 12 cm Rig und einer GoPro Hero 8 begab sich der Pilot auf eine atemberaubende Reise aus der Luft. Die Freude nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als die DJI-Lufteinheit auf dem Rückweg einfror.
Obwohl der Pilot die Sicht verlor, startet er unbeirrt ein 7-Zoll-Quad mit großer Reichweite für einen fesselnden Flug über die eisige Landschaft. Nummer 8. Implosion der Paradise-Kühltürme. Die Kühltürme des Paradise Fossil Plant fanden ihr Ende in einer kontrollierten Implosion durch die Tennessee Valley Authority. Der letzte kohlebefeuerte Block des einstigen Kohlekraftwerks wird 2020 stillgelegt, was eine bedeutende Veränderung darstellt. Die Implosion, die von Drohnen und verschiedenen Kameras dokumentiert wurde, symbolisiert das Engagement der TVA für den Umweltschutz. Mit ihren Sanierungsplänen für den Standort will TVA einen Beitrag zum Energiesystem der Zukunft leisten. Das seit 1970 in Betrieb befindliche Kraftwerk Paradise. Nummer 7. Murujanira Fort. Murujanira, ein bekanntes Fort und eine Touristenattraktion in der Nähe der Küstenstadt Murud in Maharashtra, Indien, liegt stolz auf einer Insel. Der Name Janjira leitet sich von dem arabischen Wort Yazira ab, das Insel bedeutet. Ursprünglich hieß das Fort Habsan auf Marathi, was so viel wie Habschi bedeutet. Der Name des Forts setzt sich aus den Konkani- und Marathi-Wörtern Murud und Janjiri zusammen. Sie wurde im 15. Jahrhundert von einheimischen Fischern erbaut, um Piraten abzuwehren, und entwickelte sich unter der Herrschaft des Nizam Shahi Sultan zu einem beeindruckenden Bauwerk. Das Murujanira Fort, das unverwüstlich auf einem massiven Felsen inmitten des Arabischen Meeres steht, ist ein absolutes Muss an Maharashtras Konkan-Küste. Nummer 6. Das neue Stonehenge des Nordens. Sicher hast du schon von Stonehenge in England gehört, aber kennst du auch das Stonehenge des Nordens? Der Thornborough-Hengis-Komplex, der kürzlich für die Öffentlichkeit zugemacht wurde, ist eine monumentale neolithische Anlage in der Nähe von Ripon in North Yorkshire. Sie besteht aus drei riesigen kreisförmigen Erdwerken mit einem Durchmesser von jeweils mehr als 200 Metern und wurde zwischen 3500 und 2500 vor Christus erbaut. Nummer 5. 12 Apostel an der Great Ocean Road. Die folgenden Aufnahmen zeigen die atemberaubende Landschaft der 12 Apostel, eine Ansammlung von Kalksteinfelsen vor der Küste des Port Campbell Nationalparks an der Great Ocean Road in Victoria, Australien. Diese geologischen Wunderwerke, die auf dem traditionellen Land des Volkes der Eastern Mar liegen, sind zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Ursprünglich waren es 9, doch im Juli 2005 erlag ein Stapel den Kräften der Natur, sodass 8 übrig blieben. Die Erosion, die durch das raue Wetter im Südpolarmeer angetrieben wird, formt Höhlen, Bögen und schließlich diese majestätischen Felsen, von denen einige bis zu 50 Meter hoch sind. Die ständige Wellenbewegung formt und verändert diese atemberaubende Küstenlandschaft immer weiter. Nummer 4. Wasserhose kommt als Tornado am Hollywood Beach an Land. Am Hollywood Beach in Florida herrschte Chaos, als gegen 10.30 Uhr ein mächtiger Wirbelsturm auf den Strand traf und die Strandbesucher in Panik versetzte. Live-Aufnahmen fingen den intensiven Moment ein, als die Menschen flohen und eine Frau durch die Wucht des Wirbelsturms zu Boden geworfen wurde. Der Wirbelsturm, der 3,2 bis 4,8 Kilometer vor der Küste entstand, verwandelte sich in einen Tornado, der durch Palmen peitschte und Stühle hochhob, bevor er sich auflöste. Zeugen äußerten sich schockiert über das seltene Ereignis, und obwohl sie erschüttert waren, wurden keine Verletzungen gemeldet. Ein weiterer Wirbelsturm ereignete sich zuvor in Boca Raton, etwa 29 Meilen entfernt. Nummer 3. Stillgelegter Rangierbahnhof in Nanaimo. Der Rangierbahnhof in Nanaimo, British Columbia, bot Drohnenfans eine einzigartige Kulisse. Sie konnten in der Nähe stillgelegter Züge fliegen. Die Aufnahmen zeigen einen Drohnenpiloten auf einer unerwarteten Reise, um seinen abgestürzten Quadcopter zu bergen. Als er sich einer Brücke näherte, zeigte das Video einen Obdachlosen mit einem spitzen Stock, der für zusätzliche Gefahr sorgte. Das Video zeigt den Nervenkitzel und die Herausforderungen,
bei der Erkundung verlassener Orte mit Hilfe der Drohnentechnologie. Nummer 2. Die Pelzrobbe greift den Lachs an. In dem fesselnden Video navigiert ein Lachsschwarm mit synchronisierten Bewegungen durch das Wasser und zeigt dabei einen kollektiven Überlebensinstinkt. Die silbern schwimmenden Körper bewegen sich nahtlos als eine Einheit und zeigen, wie sie sich koordiniert vor Raubtieren schützen. Während sich der Lachsschwarm bewegt, taucht eine Pelzrobbe aus dem Schatten auf, deren schlanker Körper sie mit Präzision durch das Wasser treibt. Mit bemerkenswerter Geschwindigkeit stürzt sich die Robbe auf den Schwarm und stellt ihre räuberischen Fähigkeiten unter Beweis. Die Lachse zeigen jedoch einen gut koordinierten Verteidigungsmechanismus. Sie ziehen sich zusammen und bilden einen dichten Schwarm, der es der Robbe schwer macht, ein einzelnes Ziel auszumachen. Nummer 1. Drohne im Krater von Litli-Hultur. Island ist jetzt ein Hotspot für aufregende Drohnenabenteuer, wie ein faszinierender Drohnenflug tief im Krater des ausbrechenden Vulkans Litli-Hultur oder Little Lamb beweist. Die atemberaubenden Aufnahmen, die um 4 Uhr morgens bei Sonnenaufgang gemacht wurden, zeigen die rohe Kraft der Natur. Die waghalsige Reise umfasste einen Fußmarsch von 10 Kilometern, um einen nahen Aussichtspunkt für die Drohnen zu erreichen, der einen unvergesslichen Blick auf den Vulkanausbruch bietet. Welches Video war dein Favorit? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Und wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder schau dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.